Problem Wir haben geschlafen und ich wurde geweckt durch laute Geräusche. Es waren wie Knalle, als würde man schießen. Ich habe aus dem Fenster geguckt, da stand die Polizei. Ich war ganz aufgeregt, habe meinen Mann geweckt. Dann sind wir hier ans Küchenfenster gekommen und haben gesehen, dass da drüben alles brennt. Da ist die Rheinbahn, da scheint eine Rheinbahn in Flammen zu stehen. Ja, ich war sehr aufgebracht im ersten Moment. Riesen Rauchwolke. Ich habe große Angst gehabt im ersten Moment, weil hier vorne alles voller Polizei war und die ganzen Feuerwehrwagen kamen. Ich habe große Angst gehabt. Große Flammen waren da. Es war ein Lichtermeer eigentlich. Es war wie ein Lichtermeer, was man sehen konnte. Und es knallte immer wieder. Und ich dachte, da würde geschossen oder ja, bis ich halt dieses Inferno gesehen habe. Ja, wir stehen hier vor unserem Betriebshof in Herd, einer unserer größten Betriebshöfe im Rheinbahn-Bediengebiet. Und wir haben hier die Situation vorgefunden, dass um kurz vor 1 Uhr ein Brand einer Halle gemeldet worden ist. In der Halle standen rund 40 Busse, die dort nachts abgestellt werden. Die Halle ist komplett abgebrannt, die Busse ebenfalls. Die Feuerwehr war sehr schnell vor Ort. Der Feuerwehr ist es gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf andere Betriebshofteile zu verhindern, sodass wir leider Gottes aktuell den Verlust von rund 40 Bussen beklagen müssen. Verletzt wurde niemand. Dort, wo es möglich war, ist es in der Tat gelungen, noch einzelne Fahrzeuge zu sichern und an andere Betriebshöfe zu bringen. Dort wird dann auch heute Morgen der Betrieb aufgenommen werden. Wir werden mit den Bahnen auch hier am Betriebshof ganz normal starten können. So sieht es aktuell aus. Im Bereich der Busse ist es aktuell so, dass wir jetzt natürlich die Fahrerinnen und Fahrer, die hier zum Dienst erscheinen, die müssen erstmal zu den anderen Betriebshöfen gebracht werden, sodass wir hier mit einigen Verzögerungen rechnen, gerade am Donnerstagmorgen. Das wird sich aber über den Tag dann auch relativieren. Wir befinden uns auf der Olpener Straße in Düsseldorf-Herd. Hier kam es kurz vor 1 Uhr zu einem Brandereignis auf dem Rheinbahndepot. Die Busabstellhalle hat mit ca. 40 Bussen ist niedergebrannt. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Halle bereits lichterloh in Flammen. Da waren jetzt auch Elektrobusse abgestellt und normale Busse. Da wir halt die Sicherheitsabstände eingehalten haben, bestand keine besondere Gefahr für die Feuerwehreinsatzkräfte. Die Feuerwehr hat einen massiven Löschangriff gestartet von mehreren Seiten, um die angrenzenden Hallen und Verwaltungsgebäude zu schützen. Das ist der Feuerwehr auch gelungen.
wird weiterhin nur Wasser von außen eingegeben, da aufgrund der enormen Hitzeentwicklung auch Gebäudeschäden nicht weit ausgeschlossen werden können und damit das Risiko für ein Eindringen in das Gebäude zu groß wäre. Letztendlich ist jeder Brand anders und natürlich haben wir aufgrund unserer Ausbildung und Erfahrung natürlich auch diesen Einsatz gut gemeistert und keine besonderen Schwierigkeiten gehabt. Durch die Rauchentwicklung hat die Feuerwehr Düsseldorf die Bevölkerung über die Warn-App Nina gewarnt. Die Feuerwehr Düsseldorf war mit mehreren Einheiten von Berufsfeuer und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort und mit insgesamt 80 Einsatzkräften.